Ja. Hä? Also, jetzt. Gut, wunderbar. Also, ich habe es geschafft und ich weiß zwar nicht ganz genau, woran es liegt, aber nächstes Mal, also wieder mit Bild und ich setze dieses Stückchen Aufnahme jetzt vor das ganz viele Schwarze, denn ich habe gerade eine Stunde Livestream gemacht. Sehr, sehr spannend, aber leider haben alle schwarz gesehen, weil ich es nicht geschafft habe, meine Kamera zu aktivieren. Okay, also dann haltet es aus und macht euch auf was Spannendes gefasst. Ich habe nämlich die ganze Zeit über Alpha und Kinder und ins Bett bringen und so gesprochen. Okay, also ciao, bis bald, wo auch immer. Also, ich kann es nicht ändern. Wir machen jetzt eine Dunkelfeldaufnahme. Ja, meine Kamera ist ja die eingebaute Kamera. Und Systemeinstellungen, Monitore öffnen. Nö, das ist es nicht. Also, okay. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich sehe schwarz. Genau. Wir wollen uns heute, ja, darum kümmern, um Alpha, nach dem Motto, mein Kind kommandiert mich herum. Und auch wenn ihr mich jetzt hier nicht hampeln seht, weil im Moment mein Computer mich herumkommandiert, habe ich trotzdem die feste Absicht, euch mit ganz viel guter Information zu versorgen. Und zwar ist es so, dass ich ja immer verspreche, im Anfang gehe ich ein auf jemanden, der schon vorab schreibt. Damit will ich euch verlocken, mir schon vorher zu schreiben. Und das hat auch jemand gemacht, und zwar ein Vater, der seine beiden Kinder im Wechselmodell betreut. Das ist ja eine Situation, mit der immer mehr Eltern heute konfrontiert sind. Das Wechselmodell wird auch sehr befürwortet von vielen Menschen. Ich glaube, man muss immer im Einzelfall gucken. Ich lese mal verkürzt vor, was er mir geschrieben hat, damit wir praktisch das wir jetzt so als Fallbeispiel nehmen können. Also zum Thema: Mein Kind kommandiert mich herum im Livestream vom 14.01. Ich betreue meine beiden Jungs, 5 und 6,5 Jahre, im Wechselmodell. Das heißt, die beiden sind jede zweite Woche die komplette Woche bei mir. Man muss jetzt aus entwicklungspsychologischer Sicht schon gleich einflechten. Das ist ein Alter, wo sie das gerade schaffen können. Eine ganze Woche ist natürlich lang. Jedes Kind hat ja eine Hauptbezugsperson und nach einer Trennung, wo dann auch die Kinder den Vater zunächst eine Weile gar nicht viel gesehen haben, ist es für sie natürlich nicht so einfach. Ganz egal, wie gut die Beziehung zum Papa ist, einfach eine Woche lang ohne Mama ist schon mal etwas, was zunächst mal gewöhnungsbedürftig ist, ne? Dann, der Ältere wäre gerne der Chef, der alles bestimmt. Teilweise tyrannisiert er seinen kleinen Bruder. Hier bin ich immer wieder neu am Schauen, ob der Konflikt geeignet ist, die Durchsetzungsfähigkeit des Jüngeren zu stärken oder ob ich eingreife, um körperlichen und seelischen Schaden von ihm zu verhindern. Und das ist ganz gut, was dieser Vater hier schreibt, dass er immer schaut, denn man muss es einfach so sehen, nur weil es Familie ist, ist es nicht notwendigerweise unschädlich, sondern wenn ein Kind einen großen Bruder hat, der ihm die ganze Zeit vermittelt, du bist das Letzte und ich will dich hier nicht haben, und der ihn tyrannisiert, egal ob das jetzt an der familiären Konstellation liegt oder daran, dass dieses ältere Geschwister schon in der 5 und 6,5 sind die beiden Kinder, nochmal zur Erinnerung, also auch sehr dicht beieinander. Wahrscheinlich ist es die übliche starke, starke Konkurrenz zwischen Kindern, die sehr dicht beieinander liegen. Wenn sie sehr dicht beieinander liegen, heißt das, dass das ältere Kind eben 1,5 Jahre alt war, da kam das neue Baby schon und die Bedürfnisse sind da noch sehr ähnlich. Und deswegen ist dann oft die Konkurrenzsituation sehr, sehr stark. Aber auch wenn der Ältere nur durch irgendwas in der Schule verhärtet ist oder so,
Tyrann, also ich weiß jetzt auch nicht genau natürlich, was der Vater meint, wenn er sagt tyrannisieren, dass ältere Geschwister eine rigide Herrschaft führen, das gibt es schon mal öfter und viele Kinder lassen sich das, jüngere Geschwister lassen sich das auch gerne gefallen, weil sie ihre älteren Geschwister einfach anbeten. Der entscheidende Unterschied zwischen älteren und jüngeren Geschwistern, ich werde bestimmt demnächst mal einen Livestream machen zum Thema Geschwisterstreitigkeiten, das ist so ein großes Thema. Der entscheidende Unterschied ist, dass ältere Geschwister, was zuerst da war und zuerst normalerweise die Mama und die Papa für sich alleine hatte und der König war in seiner Welt, wird entthront durch das kleinere Geschwister. Und ich weiß noch, bei meinem Älteren, der hat wirklich seinen kleinen Bruder so liebevoll und das war rührend begrüßt. Hallo Brüderchen! Und er war ganz voller Liebe. Aber in den darauffolgenden Monaten war das, also er hat immer wieder Hallo Brüderchen gesagt, aber ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ihr könnt es hoffentlich hören. Es war ein Zähneknirschen dabei, obwohl er es wirklich lieb gemeint hat und so. Er war einfach schon sehr an seine Grenzen gefordert. Und das ist also nichts Normal, nichts Unnormales. Und wir haben als Eltern tatsächlich hier auch die Aufgabe, die Kleinen zu schützen, ja. Wir können also nicht sagen, ja, das ist ja eine natürliche Situation und so. Wenn man, erinnere mich an Filme, die ich gesehen habe von aus afrikanischen Dörfern, traditionellen Gesellschaften, wo eben auch Geschwistersituationen gefilmt wurden. Und ich habe ein spezielles Bild, vergesse ich nie, habe ich so vor Augen, wo ein auch noch ziemlich kleines Kind, anderthalb Jahre oder 2 Jahre und das Baby auf dem Schoß der Mutter. Und das wurde so in Großaufnahme gezeigt, wie das Kind immer so auch an der Mutter dranhing, das Ältere, und die Mutter immer wieder war da so ganz einfach so eine Hand, so ein Unterarm, der das Baby schützte, ne? Und die Kinder von diesem Vater sind jetzt natürlich schon älter, aber trotzdem ist das ältere Kind auch mit 6,5 nicht in der Lage, er ist gerade sozusagen noch vor der Zeit. Im Idealfall lernen Kinder so mit 6, 7, 8 Jahren oder entsprechend später, wenn die Umstände schwieriger sind, ihre Konflikte ohne Gewalt zu lösen, verbal. Und das ist dann einfach. Bis das geschafft ist, dieser Reifeschritt, den der Große jetzt noch nicht vollbringen kann, hat der Vater einfach den Job, immer wieder auch den Kleinen zu schützen. Und wenn es im Rahmen dessen ist, wo man merkt, ach, das hält der Kleine aus, dann ist es eben auch okay. So, jetzt nicht nur seinem jüngeren Bruder gegenüber, sondern auch in Bezug auf mich, das ist ja unser Thema heute, versucht der Ältere, mich herumzukommandieren und im Befehlston anzuordnen, was ich zu tun habe. Papa, komm jetzt sofort her, stelle ich mir jetzt so vor, ne? Und Papa, du musst jetzt dies und das, ja? Ihr habt das hoffentlich alle im Ohr, diesen Tonfall. Hierbei stößt er bei mir auf Granit, da ich darauf bestehe, dass man Bitten höflich vorträgt und diese auch abgeschlagen werden können. Okay. In diesem Fall ist ein Drama die Folge. Er schreit und heult und schlägt und beißt mich und es ist nicht einfach, hier zu einem ruhigen Ende zu kommen, da er oft mit schier unerschöpflicher Energie auf der Erfüllung seiner Befehle besteht. Das bedeutet, dieses Kind ist sozusagen eingerastet in diesem Alpha-Modus. Er hat das Gefühl, er muss bestimmen, was los ist und woran das liegt, können wir jetzt hier im Grunde nicht ergründen. Es kann sein, dass er wenn er bei der Mama ist, auch diese Position inne hat, weil die Mutter vielleicht auch insgesamt überfordert ist mit der Situation. Die Mutter ist neu mit einem neuen Partner zusammen und hat da jetzt ein neues Baby. Und es kann gut sein, das gibt es ja in vielen Familien, dass die Kinder dann sozusagen die Hosen anhaben und dass er, wenn er zum Papa kommt, es ganz, ganz schwer hat zu akzeptieren, dass es beim Papa anders ist. Und gerade wenn es so ist, ist es ganz wichtig, dass der Papa da nicht nachgibt, sondern es aushält, dass diese Aggression sich gegen ihn richtet und dass sein Sohn vielleicht sagt, ah, ein blöder Papa und du bist blöd und ich will wieder zur Mama und die ist viel lieber als du. Und das weiß ich jetzt nicht, ob das hier in diesem Fall auch so ist, ne? Aber auch wenn es so wäre,
Wäre das eigentlich, oder ist es eben trotzdem gut und richtig, dass der Vater sich davon nicht unterkriegen lässt und, das ist genauso wichtig, dass er gelassen bleibt, dass er also nicht damit reagiert, so, da bin ich aber sehr traurig, dass du dich so mir gegenüber verhältst und das tut mir aber weh, oder dass er umgekehrt nicht sozusagen den Beleidigten spielt, sondern dann selber aggressiv wird und sagt, jetzt ist aber Schluss und wenn du jetzt nicht sofort, dann und dann und sozusagen böse wird selber, sondern dass er im Grunde dem Kind vermittelt, ja, ich verstehe, dass du frustriert bist, ich verstehe das, dass dir das jetzt nicht passt, aber das ist jetzt hier so und wir sind bei mir und ich bin dein Papa und ich bin der Chef, du bist nicht der Chef. Und es ist für ein Kind, was in dieser Herrscherposition eingerastet ist, ganz, ganz, genau, Verena schreibt noch zu dem Thema vorher, schützen heißt in den Arm nehmen und nicht den Täter zu ahnden. Ganz genau, also das muss man nicht persönlich nehmen. Und auch jetzt mit der Aggression ist natürlich eine Herausforderung, ne? Denn gerade in so einer Trennungssituation, wenn man die Kinder eine Woche nicht gesehen hat und dann kommen sie und dann gibt es nur Stress, dann ist es nicht leicht, die Not des Kindes zu sehen und nicht zu finden, jetzt muss ich hier aber mal mit eisernem Besen kehren. Für das Kind ist es zum einen, also für den Älteren jetzt, ganz, ganz wichtig, dass er merkt, Papa ist der Chef, oha, ja, Papa ist der Silberrücken-Pavian in diesem System und bei Papa kann ich toben und schreien, so viel ich will, Papa lässt das nicht durchgehen. Und gleichzeitig aber auch das Gefühl zu haben und die Sicherheit, Papa hat mich trotzdem lieb. Ja? Er lehnt mich nicht ab, weil ich so herrschsüchtig im Moment bin. Denn eins muss man ganz klar sehen, Kinder in diesem Alter, wir unterstellen denen immer viel mehr Berechnung und Strategie, als sie eigentlich haben. Im Grunde ist dieser Junge in einem Zustand, wo er verzweifelt versucht, Kontrolle über seine Welt zu kriegen. Die Eltern haben sich getrennt, sie müssen ständig hin und her. Das ist schon eine große Herausforderung. Jetzt hat Mama auch noch ein neues Baby. So, das heißt, wichtig ist der Umgang mit dieser Aggression im Sinne von einerseits, ja, es ändert nichts, ich bin und bleibe der Chef und ja, ich sehe, du hast es schwer im Moment, du bist frustriert, du möchtest mich am liebsten hauen, das geht natürlich nicht. Und dem Kind eine Möglichkeit geben, das auf andere Weise loszulassen. Also zum Beispiel gleich, wenn die kommen und man hat sich eine Weile nicht gesehen und man muss sich, das sagt ja auch die deutsche Sprache sehr schön, man muss sich erst zusammenraufen, dann kann so ein Papa auch wilde Spiele am Anfang machen, ja, wo man kämpft und wo er der Vaterbär ist und oder das Monster oder wo man erstmal eine Runde aufs Trampolin geht oder im Wald rumläuft oder irgendwas Wildes macht, wo all diese Frustration und diese Trennung von Mama und jetzt wieder das Zurechtruckeln in der neuen Situation, wo dieser Dampf abgelassen werden kann auf eine Weise, die den Vater nicht in Verlegenheit bringt, muss ich das jetzt bestrafen, wie reagiere ich jetzt und so. Ne? Und das, was dann trotzdem noch passiert, also man muss praktisch ein anderes Ventil aufmachen. Ne? So, dann, er besteht eben oft mit schier unerschöpflicher Energie auf der Erfüllung seiner Befehle. Es passt dazu, dass er bei Spielen immer gewinnen muss. Wenn er ganz selten verliert, stürzt für ihn die Welt ein. Alles kann er am besten, hat schon alles gemacht, etc. pp. Das ist das typische Symptom eines Kindes, was in Alpha feststeckt. Und das passiert dann, wenn die Situation etwas anderes nicht zulässt für das Kind. Das Gehirn des Kindes versucht ja immer, das Kind in jeder Situation zu schützen. Und dieses Kind hat offensichtlich es kann sein, auch nur in der Zeit, wo es nicht beim Papa ist, das wäre dann der Fall, wenn der Vater, ich hoffe, er ist jetzt anwesend und gibt auch mal ein Feedback, wenn der Vater davon ausgeht, dass er oder die Beobachtung macht, dass es im Laufe der Woche besser wird. Ja? Wenn das also im Anfang ganz wüst ist und wenn es dann besser wird, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sozusagen der Vater,
der stabilisierende Faktor im Leben des Kindes ist. Wenn es schlimmer wird oder nicht besser wird, dann ist die Situation für das Kind einfach insgesamt so, dass es sich das im Moment nicht leisten kann. Genau. Und jetzt kommt noch hinzu, manchmal, schreibt der Vater, gelingt es mir, mit ihm in einen Kompromiss zu finden. Dann lässt seine Wut und große Ungeduld nach. Sehr gut. Neu ist, dass er sehr stark die Nähe zu mir sucht. Tagsüber ist das noch in einem Rahmen, aber wenn es zu Bett geht, geht das Drama los. Also bisher habe ich die Kinder zu Bett gebracht, Gute-Nacht-Geschichte gelesen, zugenickt, Gute-Nacht-Kuss und hatte dann noch etwas Zeit für Küche, PC etc. Nun soll ich mich zu ihm ins Bett legen, was ich nicht mache. Da wir zu dritt im gleichen Zimmer schlafen, versucht, dass die Kinder in ihrem Kinderzimmer schlafen, ist gescheitert. Das ist dieser Papa überhaupt nicht alleine, denn das ist ja eigentlich unser Instinkt als Beziehungs- und Bindungswesen. Und dieses alleine im eigenen Zimmer schlafen ist etwas, was man eigentlich erst genießen kann in einem sehr späten Stadium der Reifeentwicklung, wenn man seine Individualität entdeckt hat und sozusagen nie allein ist, weil man mit sich im inneren Dialog ist. Das fängt im Grunde erst frühestens in der Pubertät an, dass man wirklich ein eigenes Zimmer zum Schlafen jetzt genießen kann. Natürlich können Kinder auch früher schon ein eigenes Zimmer haben wollen, damit sie in Ruhe spielen können oder so, wenn ansonsten alles sicher ist. Aber so dieses beim Schlafen nicht allein sein, das liegt uns eigentlich seit Jahrmillionen im Blut. Ne? Insofern okay, also alles in einem Zimmer, wunderbar. Aber jetzt reicht das nun auch nicht, sondern ich lege mich dann in mein Bett. Nun reicht auch das nicht mehr. Der Ältere kommt in mein Bett, will ich mir weg, klammert sich Papa, Papa bittend an mich. Der Jüngere kommt dann auch noch, weil er auch nicht alleine im Bett liegen will. Gehe ich aus dem Schlafzimmer raus, rennt der Alte hinter mir hinterher. Diese Situation ist nun besonders eskaliert, seitdem das neue Baby bei der Mutter gelandet ist. Ob es da einen Zusammenhang gibt, würde ich mit 99,9% Wahrscheinlichkeit bejahen. Das ist Zeichen einer akuten Verunsicherung. Und meine Empfehlung an diesen Vater wäre wirklich, jetzt in dieser Phase den Kindern Papa und Nähe satt geben. Denn wenn diese Verunsicherung sozusagen aufgehoben wird in diesem Ich bin ja da sozusagen, umso eher können die Kinder da wieder rauswachsen oder besonders der Ältere. Und gerade, ich finde das so herzerwärmend, wenn man das jetzt aus entwicklungspsychologischer Sicht anschaut, dieses doppelt, ja, er will bestimmen und der Chef sein und ist ganz groß und kennt schon alles und ist obercool. Aber abends, ja, wenn es dunkel wird, kommt die Wahrheit ans Tage. Er ist eigentlich total verunsichert und braucht, verzweifelt möchte er eigentlich jetzt selber wieder Baby sein. Und dieses Bedürfnis geht am ehesten weg, wenn man es stillt, wenn man sich ihm zuwendet. Ich erlebe das hier immer wieder mit meiner Katze. Meine Kinder sind ja nun schon groß, deswegen habe ich jetzt hier nur noch meine Katze zum Üben. Wenn die kommt dann manchmal, wenn ich hier arbeite oder sehr oft und möchte mit mir eben kuscheln. Und ich falle immer wieder drauf rein und schieb sie weg und setze sie 5-mal wieder runter und geduldig kommt sie wieder auf den Schreibtisch. Und naja, im Laufe der Zeit, irgendwann komme ich dann an den Punkt, wo ich wach genug bin aus meiner Computertrance und merke, hallo, sie will jetzt Nähe. Und dann wende ich mich ihr zu und kuschele. Und das dauert 20 Sekunden, dann ist sie zufrieden und setzt sich in 1 Meter Entfernung hin. Und dann ist es gut. Ja? Und sonst habe ich ewig hier das Gemache mit meiner Katze. Ihr werdet euch wundern, dass ich so blöd bin, aber ja, so ist es halt. Ich lache dann auch über mich selber. Und das ist genau der Punkt, ja, wenn der Vater jetzt versucht, immer die Kinder wegzuschieben, weil er denkt, mein Gott, und es ist doch mit 6,5 nicht normal, in dem Moment, und der Vater vermutet ja schon selber mit guter Intuition, natürlich ist das ein Riesending, dass da jetzt der neue Partner der Mutter und das neue Baby und dann ist die Mutter mit dem Baby beschäftigt und jetzt ist sie, wenn die Kinder im Wechselmodell beim Papa sind, auch noch weg, ist doch ganz klar. Das ist Verunsicherung pur und der Vater tut am besten dran, sie zu behandeln, als wären sie einjährig und mit ihnen auch spielerisch. Man kann sowas auch im Spiel auffangen, ja? Babyspiele und dann mit dem Großen, ach, bist du mein kleiner Baby, was auch immer, irgendein Tier, was er gerne hat. Und dann kann man mit
ihm kuscheln und er kann ihn wickeln und stillen und im Kinderwagen und im Tragetuch und hutzi, wutzi, wutzi und kann auf diese spielerische Weise, kann er ihm diese Nähe geben und gleichzeitig bleibt auch noch die Würde des Jungen gewahrt. Denn gerade so ein Alpha-Knabe, für den ist es natürlich wirklich Zeichen großer Not, wenn er sich so weit demütigt sozusagen, dass er den Papa anfleht um Nähe. Und wenn man das dann in ein Spiel einpackt und das möglichst schon vorm Schlafen gehen, ja, schon so am Spätnachmittag dann Papa und Babybär spielen, dann kann man das auffangen und das Kind kriegt seine Bedürfnisse im Spiel erfüllt und es kann aber seine Würde wahren, denn es war ja nur Spiel, ja. Und dann kann er nämlich nicht, muss er nicht Papa, Papa im Ernst flehen, sondern kann sagen, Papa, bitte, lass uns nochmal Babybär spielen. Ist ja nur ein Spiel, ne? Wisst ihr, versteht ihr? So. Und dann, jetzt in den Weihnachtsferien kamen dann die beiden auch noch morgens zu mir ins Bett. Ich habe das toleriert, sehr gut, intuitiver Papa, weil ich den beiden die Nähe geben will, die sie im Moment anscheinend brauchen. Also er hat es schon alles richtig gemacht, ne? Er kommt sich nur, und das ist unsere generelle Verunsicherung, er schreibt mir eine E-Mail, weil er sich ein bisschen blöd vorkommt und nicht sicher ist, ob man das darf, ne? Und mein Rat ist immer, stellt euch vor, ihr wärt eine Katze oder ein Bär oder irgendein anderes Säugetier, wie die sich verhalten, die machen das einfach. Und da gibt es nicht zu viel Nähe im Sinne von, ach nein, und der ist doch jetzt schon so und so alt. Ne? So. Also wie gehe ich mit seinem Herumkommandieren um und was mache ich mit der aufreinen Bettgeh-Situation? Herumkommandieren, dabei bleiben. Und aufreibende Bettgeh-Situation, habe ich jetzt zu beiden Punkten was gesagt. Jetzt bin ich damit soweit durch, auch wenn ich leider immer noch unsichtbar bin. Ich habe 5 Kinder, 7 Jahre, 6 Jahre und Zwillinge 3 Jahre und den Großen 19 Jahre. Alle Achtung, dann weißt du ja mehr über Kinder als wir alle hier. Lola, hallo liebe Dagmar, schön, dass ich es fast pünktlich geschafft habe. Meine kleine Maus ist gerade eingeschlummert. Das sind die Traumkinder. Ich freue mich auf die Zeit mit dir. Super, ich habe mich daran gewöhnt, stets das Opfer zu schützen, wenn Angriffe geschehen. Schützen heißt in den Arm nehmen, schreibt Verena I. und nicht den Täter zu ahnden. Ganz genau. Ich musste das bei meinen beiden sogar so machen. Die waren ganz viel auf dem Trampolin und haben da eben auch dann Spielkämpfe gemacht und alles Mögliche gespielt und auch gerauft. Und manchmal ist es dann eben passiert, dass sie sich dann im Ernst wehgetan haben, ob aus verlorener Kontenance oder aus Versehen, ist dann egal. Und dann war es bei uns so, dass ich nicht nur den Kleinen dann verarzten musste, sondern auch noch den Großen sozusagen wieder einfangen musste. Der war dann nämlich so erschrocken und hatte dann das Gefühl, oh Gott, ich habe dem Kleinen wehgetan, jetzt ist Mama bestimmt sauer auf mich, dass er dann von sich aus schon vorbeugend sozusagen ganz aggressiv wurde und weglief und so. Und ich habe ihn dann immer eingebunden, indem ich gesagt habe, Moritz, ich brauche dich jetzt, geh mal schnell ins Badezimmer, in der Schublade, du weißt ja, hol mal das Pflaster und bring bitte auch die Schere mit. Und dann durfte er das Pflaster abschneiden für seinen Bruder, den er verletzt hatte. Und dadurch habe ich ihm versucht zu zeigen, hallo, ne, sowas passiert halt, das ist zwischen uns kein Problem, ne? So, dann richtig nichts persönlich nehmen, genau. Das Puppenschiff schreibt, was für ein Hilferuf. Ja, so ist es. Wenn man es richtig lesen lernt, sieht man es ganz deutlich. Und ich erinnere mich, eine Freundin von mir, die hat mir dann erzählt, das hatte sie selber beobachtet, so ganz, die hat sich nie mit Entwicklungspsychologie beschäftigt, aber bei ihren 14, 13, 15-jährigen Kindern sagte sie, die kommen dann manchmal auf einmal, obwohl sie schon so groß sind, kommen sie dann wieder ins Elternbett und kuscheln und ziehen nachts irgendwie um und wollen bei uns schlafen oder bei mir eigentlich. Ja, sie hat das dann zugelassen und dann sagt sie, das ist dann so 3-4 Tage so und dann lassen sie sich zum Klassensprecher wählen oder entscheiden sich, das Sommercamp zu wagen oder irgendwie sowas. Ja? Das heißt, als ob sie vorher nochmal Mut sammeln
Und diese wirkliche, ich nenne das für mich wirklich Säugetiernähe auf dieser archaischen Ebene, davon kann man nicht zu viel geben. Man kann ein Kind verwöhnen mit Geschenken, indem man ihm ständig nachgibt oder so. Aber sozusagen diese Nähe, einfach nur Nähe, ob auf der körperlichen Ebene mit Kuscheln oder auf der Ebene, dass man das Kind merken lässt, ich finde dich super und du gehörst zu mir und du hast genau die gleichen Haare wie ich oder wie auch immer oder auf den verschiedenen Ebenen. Damit kann man ein Kind nicht verwöhnen, denn das ist das echte zentrale Bedürfnis. Johnny Jimpo schreibt, hallo, guten Abend, hallo, guten Abend. Verena I. schreibt, aber reicht das denn? Der Konflikt scheint ja eher von der Seite der Mutter zu kommen. Sehr gute Frage. Die Mutter hat mir aber keine E-Mail geschrieben, sondern der Vater. Und der Vater ist von der Mutter getrennt. Und was da jetzt los ist, der Vater kann ja gar nichts daran machen. Ne? Und wenn sozusagen die Situation bei der Mutter so ist, dass es die Kinder verunsichert, im Übrigen könnte es auch sein, dass der Ältere eine schwierige Zeit hätte, wenn die Eltern noch zusammen wären, einfach weil das dritte Kind da ist. Verena hat ja selber so viele Kinder und weiß, dass jedes Mal sich die Dynamik innerhalb der Familie mit jedem neuen Kind ganz neu ordnet und erstmal wieder findet. Ne? So, und darauf hat der Vater keinen Einfluss. Und deswegen hat es überhaupt keinen Sinn, dass wir jetzt über die Mutter diskutieren. Denn wir haben ganz oft mit unseren Kindern, ob es der getrennte andere Elternteil ist, ob es die Großeltern sind oder die Schwiegereltern oder die Schule oder der Fußballtrainer oder die Freunde. Unser Kind ist immer wieder in Beziehungen und in Konstellationen und Situationen, über die wir im Grunde keine Macht haben. Und auf die wir keinen Einfluss haben. Und wir können nicht die ganze Welt erstmal so erziehen, dass sie sich so verhält, wie wir das richtig finden. Und dann haben wir überhaupt nur die Chance. Sondern, und das ist das Gute daran, für die Kinder jetzt ist das Beste, was ihnen passieren kann, wenn es eine Person in ihrem Leben gibt, mindestens eine, aber das reicht auch sozusagen, bei der sie sich entspannen können, weil sie merken, diese Person hat mich lieb, egal ob ich gerade brav bin oder nicht. Und diese Person gibt mir aber auch Geborgenheit und hat sozusagen die Verantwortung. Da muss ich nicht groß sein, sondern im Gegenteil, da kann ich klein sein und kann sagen, Papa, ich will zu dir ins Bett. Ja? Das ist sozusagen ein super Zeichen. Das heißt nämlich, dass er seinen Papa als diesen Hort anerkennt. Und das ist diese beiden Faktoren, diese Annahme, dass die Augen von wem auch immer leuchten, wenn das Kind reinkommt, das ist einfach das, was das Kind nährt. Und gleichzeitig, die Augen müssen leuchten, aber es muss auch klar sein, ich bin hier der Große, du bist der Kleine oder die Kleine und du darfst dich um deine kindlichen Belange kümmern. Und du musst nicht dafür sorgen, dass kein Krieg kommt und dass die Welt nicht untergeht und dass der Wald nicht stirbt. Und du musst dich auch nicht darum kümmern, ob es deiner Mama und deinem Papa gut geht und ob wir genug Geld haben. Und das ist alles nicht deine Sache. Du darfst dich darum kümmern, ob du noch genug rote Lego-Steine hast und wie das mit deinen Freunden aussieht und ob du schon 1,40 bist. Das sind sozusagen, damit kannst du dich beschäftigen. Du darfst klein sein und ich gebe dir diese Hülle, in der du diesen Raum hast. Denn das ist das, was jetzt bei diesem Vater, bei dieser Situation, die dieser Vater schildert, ganz exemplarisch zu sehen ist, das ist etwas ganz Wunderbares eigentlich, nämlich unsere Kinder sind eigentlich, ist nur bei mir Blackscreen, nein, ich habe es nicht geschafft und mein Social Media Manager Astrid, die kann heute nicht, die hätte mir wahrscheinlich geholfen und mein Sohn, den habe ich auch irgendwie nicht herbeordert, das hätte ich mal machen sollen, egal, aber ihr habt, umso besser könnt ihr zuhören, sonst lenken euch meine Fuchteleien vielleicht nur ab. Also, was man jetzt hier sieht, ist, Kinder sind eigentlich darauf designed, ihre Kindheit dafür zu nutzen, zu wachsen, sich zu entwickeln und Mama und Papa sorgen sich um den Rest, ja? Und sorgen für die Kinder.
Und wenn eine Situation entsteht, wie oft im Zusammenhang mit Trennung oder dass die Eltern eben in einer Überforderungssituation sind, ob sie jetzt krank sind oder ein neues Baby haben oder sonst wie, ist egal, dann hat die Natur das so eingerichtet, dass das Kind notfalls auch die Verantwortung übernimmt. Das Kind ist sozusagen, wenn alles in Ordnung ist, dann schaltet der Organismus des Kindes auf, ich kümmere mich um mich und bin Kind und spiele und lass den lieben Gott einen guten Mann sein. Aber in dem Moment, wo sozusagen die Sippe gefährdet ist oder da irgendwas knirscht, schaltet das Kind um, das ist kein bewusster Vorgang, das ist ein Instinkt, und gibt alle Kräfte in die Stabilisierung der Situation. Das heißt, es kann sein, dass dieser 6,5-jährige Älteste bei seiner Mama ganz vernünftig und groß ist und über seine Jahre hinaus Verantwortung trägt. Und da vollbringen manche Kinder erstaunliche Leistungen, aber er macht das von der Kraft, die fehlt ihm natürlich bei seiner eigenen Entwicklung und beim Kindsein. Ja? Oder er muss sich eben schützen, weil die Situation für ihn schwer erträglich ist. Man weiß auch nicht, wie das mit dem neuen Partner der Mutter ist und so weiter. Das muss sich ja auch erst alles zurechtruckeln. Und dann übernimmt so ein Kind, wenn es das Gefühl hat, die Mama kümmert sich nicht genügend oder sie hat mich nicht mehr lieb. Das muss ja gar nicht stimmen. Natürlich hat die Mutter ihr Kind lieb, aber sie hat einfach im Moment vielleicht andere Sorgen oder so. Und dann übernimmt das Kind Verantwortung für sich selber komplett und vielleicht sogar auch noch für den kleinen Bruder oder für die Mutter oder so. Ne? Das kann man hier sehen. Das ist gut, dass es so ist. Stellt euch vor, mein Lehrer Gordon Neufeld hat das immer erzählt, als er 4 oder 5 Jahre alt war, ist seine Mutter von der Leiter gefallen. Und er musste dann erstmal eine Meile zum nächsten Haus laufen, um Hilfe zu holen und musste dann ein halbes Jahr lang im Grunde seine Mutter betreuen zu Hause, weil sie halt natürlich mit gebrochenem Bein brauchte sie ständig seine Hilfe. Und er hat das auch gemacht und das war natürlich auch gut. Ja? Das ist gut, dass die Natur das so eingerichtet hat. Nur wenn diese Situation chronisch wird, ist das Kind praktisch die ganze Zeit am Arbeiten wie ein Erwachsener, ja, für sich, für die Familie, damit alles klappt. Und diese Kraft fehlt ihm dann für seine eigene Entwicklung. Und das ist das Bedauerliche daran. So, dann Weltfrieden schreibt, leider kommt oft das Gluckenargument. Ganz genau. Das Gluckenargument kommt ganz oft, denn heute ist eine ganz andere Sichtweise, die diese natürlichen Entwicklungsdynamiken gar nicht berücksichtigt im Vordergrund und Grundlage auch der Ausbildung bei Erziehern und Lehrern und Psychologen. Die lernen alle Verhaltenstherapie und da geht es immer darum, eben eine Glucke ist in unserem Sprachgebrauch eine Mutter, die ihr Kind übermäßig behütet und es nicht loslässt und sozusagen das Bild dazu wäre, das Kind will die ganze Zeit weg und endlich selbstständig sein, Hänschen klein ging allein und die Mutter lässt es nicht los. Und solche Fälle gibt es auch, das ist aber ziemlich selten. Und das Bild der Glucke, das ist ja ein Bild aus der Tierwelt und eine Glucke bei den Hühnern zum Beispiel, ist ja eine Glucke, ein Huhn, was Küken führt, das sagt man so, die führt ihre Küklein. Und ich habe das mal gesehen, also ich bin zwar auf dem Land aufgewachsen, aber ohne Hühner in meiner unmittelbaren Nähe, aber ich habe das neulich mal gesehen, die führte also, die liefen alle so immer in diesem Umkreis hinter ihr her, da gibt es ja auch 100.000 ganz süße YouTube-Videos von Enten und so. Und dann näherte sich ein Schäferhund. Und dann gab diese Glucke einen ganz scharfen Laut von sich, so wie so ein Knurren und Zischen gleichzeitig. Und dann erstarrten alle Küken, wo sie waren, drückten sich flach ins Gras und rührten sich nicht mehr. Ne? Und dann, als der Alarm vorbei war und der Schäferhund wieder weg war und so, machte sie dann so einen gluckenden Ton, ja,
Und dann, das hieß dann, rührt euch. Und das heißt, eine Glucke behütet nicht über, sondern sie hat ihre Kinder sozusagen im Griff. Die dreht sich auch nicht ständig um, ob die Kinder ihr folgen, sondern die Kinder folgen ihr. Und wenn eins dann wegläuft und das geht nicht der Situation gemäß, dann sorgt sie dafür, dass das Kind zurückkommt. Was wir aber heute als Glückenvorwurf kriegen, ist folgende Situation. Mutter und Kind stehen im Eingangsbereich des Kindergartens. Das Kind klammert sich verzweifelt, Tränen überströmt an die Mutter. Mama, ich will nicht hier bleiben. Oder Mama, bleib hier, geh nicht weg. Ja. Und die Erzieherin sagt zur Mutter, ja, sie müssen ihr Kind jetzt mal loslassen. In Wirklichkeit klammert gar nicht die Mutter an dem Kind, sondern das Kind an der Mutter. Aber die Erzieherin hat das natürlich so gelernt und sagt vielleicht dann auch noch, und das ist dann das, wo die meisten Mütter beschämt aufgeben, sie sagt dann, sie soll mal sehen, so wie sie weg sind, hört ihr Kind auf, hier so ein Trara zu machen und hört auf zu weinen. Und vielleicht nimmt sie das Kind sogar der Mutter aus dem Arm und tatsächlich, das Kind hört sofort auf zu weinen. Ja? Und in ganz vielen Fällen. Nämlich dann, wenn das Kind sich bei dieser Erzieherin zum Beispiel nicht so zu Hause und sicher fühlt wie bei so einer Ersatzmama, sondern die noch nicht so gut kennt oder nicht so viel Vertrauen zu ihr hat. Das würde bei euch doch auch so sein, wenn ihr da sitzt und euch bei eurer besten Freundin ausheult und auf einmal kommt jemand hinzu, den ihr gar nicht so gut kennt und zu dem ihr gar nicht so ein inniges Verhältnis habt und die Freundin, eure beste Freundin geht weg und dann hört ihr auch auf zu weinen, weil um zu weinen, um unsere Emotionen zu zeigen, außer es ist wirklich überhaupt nichts mehr wir können uns gar nicht mehr halten, so wie das Kind auch noch ein bisschen Kontenance hat sozusagen und das noch schafft, hört es einfach, es ist wie abgestellt dann oft, ne? Nicht immer, aber oft. Und die Erzieherinnen glauben dann, na guck mal, ne? Schon kaum ist die Mutter weg und kaum habe ich das Kind, ist der Spuk vorbei und nehmen das als Zeichen dafür, dass es alles Quatsch ist und dass die Mutter das Kind überbehütet. In Wirklichkeit hat das Kind nur nicht genügend, geht das Kind in sein Schneckenhaus angesichts dieser Situationsveränderung. Ne? Und ein anderer Punkt ist auch, dass viele Erzieherinnen dann immer sagen, also ich will hier überhaupt nicht auf den Erziehern rumhacken, bitte versteht mich richtig, die Erzieherinnen, die ich kenne, die sind alle voller Liebe für die Kinder und versuchen ihr Bestes, aber wir alle sind da einfach, dadurch, dass uns die ganze Zeit was anderes erzählt wird, sehr unsicher in unserer Intuition. Ne? Und außerdem ist es so, dass heute aus gesamtgesellschaftlichen Gründen sehr viele Kinder im Kindergarten oder in der Kita sein müssen, die da nicht gerne sind. Ja? Und dafür kann die Erzieherin ja nichts. Ja? Und für die Erzieherin ist es natürlich schrecklich, wenn es dann jedes Mal so ein Trara gibt. Für das Kind ist es aber besser, wenn es seine Tränen weinen darf. Ne? So, dann, Moment. Kenne ich auch mit der Glucke, genau. Dann Bridget schreibt, wenn es mir aber widerstrebt, weil ich schon tagsüber genervt bin vom Kind, soll ich dann die Kinder in diesem Fall trotzdem in mein Bett lassen, vor allem, wenn ich auch sehr sensibel bin. Das ist eine super Frage, Bridget, ganz genau. Das ist ja auch die Frage, die unsere aller, oder für die meisten von uns eine sehr vertraute Situation spiegelt. Wo bleib ich eigentlich in diesem ganzen Spiel, ja? Bei all diesen wunderbaren Worten, die hier über die Bedürfnisse der Kinder verloren werden. Was ist denn eigentlich mit meinen Bedürfnissen, ja? Und der Punkt ist, wenn wir einfach nur noch genervt sind, weil wir eben selber sensibel sind, überfordert, unser Leben auch kein Zuckerschlecken ist, pipapo. Unsere Kinder können nichts dafür, unsere Kinder sind trotzdem auf uns angewiesen und Gott sei Dank haben wir nach millionenlanger evolutionärer Entwicklung verschiedener Säugetiermodelle, wir haben eigentlich diese Kraft in uns, für unsere Kinder
trotzdem innerlich an diesen Punkt zu gehen, wo wir, obwohl wir eigentlich kaputt und erschöpft sind, sehen, na gut, dieses Kind braucht mich im Moment noch mehr, als ich meine Ruhe. Und es gibt ganz manchmal Situationen, wo wir merken, ja, das Kind braucht mich, aber wenn ich jetzt nicht gleich meine Ruhe kriege, dann schmeiße ich dieses Kind an die Wand. Und das braucht das Kind natürlich gar nicht. Und das ist im Übrigen auch die Motivation von all diesen, mein Kind kann schlafen lernen, bla bla bla. Ursprünglich waren das immer nur gedacht, das war ja auch gerade dieses, jedes Kind kann schlafen lernen, das ist ja von Kinderärzten geschrieben. Und im Vorwort irgendwo steht das auch, das war geschrieben für Eltern, wo Gefahr besteht, dass sie ihr Kind misshandeln, ja, oder totschlagen. Und dann haben diese Ärzte sich gedacht, was machen wir da? Bevor die Eltern ihr Kind wirklich an die Wand klatschen, ist es doch besser, das Kind lernt, alleine einzuschlafen. Dem würde ich auch uneingeschränkt zustimmen. Ja? Und wenn die Fragestellung jetzt bei mir in meiner Situation ist, also entweder dieses Kind schläft jetzt verdammt nochmal alleine ein, oder es schläft sozusagen draußen weiter, weil ich nämlich mich jetzt nicht mehr beherrschen kann, dann ist es klar, dass ich dann diejenige bin, die in dem Moment so überfordert ist, dass ich eine Auszeit brauche und ich täte gut daran, dem Kind dann nicht zu sagen, mein liebes Kind, du hast mich heute den ganzen Tag so genervt und ich bin außerdem sensibel, bitteschön, ja, ich bin kurz davor, dich an die Wand zu klatschen, also du tust gut daran, jetzt mal die Klappe zu halten. Denn wie wir an dem vorherigen Beispiel mit dem Vater gesehen haben, unsere Kinder brauchen uns. Und wenn wir unseren Kindern das Gefühl vermitteln, sie sind zu viel für uns und Mama wird nicht mit mir fertig und Mama wird krank, weil ich so anstrengend bin und lauter solche Sachen. Das ist, als würden wir unseren Kindern die Luft zum Atmen nehmen. Ja? Das heißt, wenn ich in einer Situation bin, wo ich merke, ich muss jetzt mindestens mal 5 Minuten meine Ruhe haben und durchatmen und meine Lieblingszentrierungsübung machen und einmal um den Block laufen, ja, dann würde ich meinem Kind sagen, weißt du was, alles gut, wenn das Kind schon alt genug ist, ne? Mir ist gerade eingefallen, ich muss noch mal in den Waschkeller und muss noch mal Wäsche holen. Warte hier auf mich, ich bin in 5 Minuten wieder da und hab dich lieb, ne? Guck dir so lange noch das Bilderbuch an und dann reden wir später darüber weiter und so weiter. Das geht natürlich bei einem ganz kleinen Kind nicht. Auch da kann ich, wenn die Gefahr besteht, dass ich das Kind sonst wirklich verletze, kann ich es in einen sicheren Raum setzen, in seinen Gitterstellchen oder was und kann ins Badezimmer gehen oder sonst wohin, ins Auto und ganz laut schreien oder irgendwas machen, was mir hilft, meine Fassung wieder zu gewinnen. Und dann, das muss man individuell entscheiden, Bridget. Du musst, wenn es für dich eine ganz schwierige Sache ist mit dem Kind im Bett, es gibt Leute, die können es überhaupt nicht haben, die können dann selber überhaupt nicht schlafen, weil es sie irgendwie nervt, diese Nähe und so. Wir müssen ja bedenken, die meisten von uns mussten ja immer bitteschön alleine schlafen und wurden unter Umständen auch schreien gelassen und so. Wir sind das nicht gewöhnt. Das ist, habe ich mir mal erzählen lassen, auch bei der Bundeswehr heute ein ganz großes Problem, dass die meisten jungen Männer und Frauen, die da hinkommen, noch nie in ihrem Leben mit anderen Leuten in einem Zimmer geschlafen haben, weil sie immer schön ihr Einzelzimmer hatten und so. Also da können sich Instinkte auch umkehren. Egal, wenn ich das nicht gut haben kann, dann muss ich das auch nicht. Dann muss ich andere Wege finden. Ich muss nur den Kindern vermitteln, euer Wunsch ist berechtigt, aber, liebe Leute, es tut mir schrecklich leid, ich kann nicht schlafen, wenn andere Leute in meinem Bett sind. Aber ich, was weiß ich, wir können im selben Raum schlafen oder ich komme alle 10 Minuten nach euch gucken und jedes Mal, wenn ich nach euch gucken komme, dann liegt da ein neues Sternchen auf eurem Nachttisch, ja. Und dann komme ich auch wirklich, bis das Kind eingeschlafen ist, alle 10 Minuten, jedes Mal bringe ich das Sternchen mit. Und oh Wunder, am nächsten Morgen liegen da noch 20 weitere Sternchen, ja.
wie auch immer die da hingekommen sind, das Kind hat dann einfach das Gefühl, okay, so, wir können diese Trennung überbrücken. Wir müssen, nicht jeder muss das, ja. Wir müssen, haben schon das Recht, auch für unsere Bedürfnisse zu sorgen, aber wir müssen die Verantwortung übernehmen. Auf dieses Thema gehe ich sicherlich nochmal in einem späteren Livestream ein. Sagt mir mal eben, was habe ich jetzt schon vorhin gesagt, worüber ich bestimmt nochmal, ach genau, Geschwisterstreit, das schreibe ich mir mal eben auf, Geschwisterstreit und nochmal einschlafen. Ich habe ja schon 3 oder 4 Videos auf meinem Kanal zum Thema Einschlafen. Vielleicht nützt das auch, die nochmal anzugucken. So. Ich denke, eine Klarheit ist immer besser, als unklar zu sein, Britsche. Bin gespannt, was Dagmar sagt. Und Dagmar sagt, Verena, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Argument kommt immer wieder, Klarheit im Sinne von, ja, aber ich muss doch authentisch sein. Und wenn ich genervt bin von meinem Kind oder wenn ich sauer bin auf mein Kind, dann kann ich doch nicht so tun, als wäre das nicht so. Aber Authentizität ist etwas im Umgang mit Menschen, wo das Kräftegleichgewicht herrscht. Ja? Wenn ich einen kleinen Spatz gefunden habe und habe mich entschlossen, den aufzupäppeln und der braucht alle halbe Stunde 3 Regenwürmer, ja, dann hat es auch keinen Sinn, dem zu sagen, hör mal, jetzt nervt mich das aber mit deinen Regenwürmern, das will ich dir mal ganz ehrlich sagen und ich gehe jetzt mal 2 Stunden woanders hin. Authentizität ist sozusagen, wenn mein Partner gleich stark ist wie ich. Und unsere Kinder sind von ihrem Potenzial her gleich stark, aber im Moment sind sie auf uns angewiesen. Oder stellt euch vor, mein Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang, ihr sitzt mit euren Kindern bei einem Bombenangriff im Schutzkeller, ja, was ja unsere Eltern und Großeltern erlebt haben. Was haben die Eltern von damals gemacht? Die haben nicht gesagt, oh, liebes Kind, ich habe mir auch gerade in die Hose gemacht, wir werden alle sterben, ich habe schreckliche Angst, Hilfe. Sondern die Eltern von damals haben gesagt, komm, ich halte dich fest und wir tun hier noch die Decke um uns rum und dir passiert gar nichts, ich bin bei dir. Natürlich wissen wir, das nützt überhaupt nichts, dass ich bei dir bin, wenn da die Bombe in unser Haus knallt. Aber das sagen wir dem Kind in dem Moment nicht, weil unser Ziel ist ja nur, die Traumatisierung des Kindes zu minimieren, ne? In diesem Moment. Und später, wenn alles gut ist und wieder Frieden eingekehrt und man sitzt unter einem blühenden Apfelbaum, dann kann man sagen, oh ja, wisst ihr noch und wisst ihr was, ich hatte damals auch ganz schön viel Angst. Dann können die Kinder das aushalten. Ne? Und für ein kleines Kind, was auf die Mutter angewiesen ist, ist, wenn es damit konfrontiert ist, dass die Mutter in diesem Moment leider überhaupt keinen Bock auf dieses Kind hat, das ist einfach eine Überforderung. Und das Kind kann das nur aushalten, indem es sich sozusagen verhärtet innerlich. Denn das kann man eigentlich nicht aushalten als Kind. Ne? Und insofern ist da ein bisschen Unklarheit in diesem Fall durchaus am Platze. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine nicht, dass man den Kindern sozusagen jetzt, wie soll man das sagen, es gibt da Prioritäten, ne? Und da, wo es um die elementaren Bedürfnisse der Kinder geht, gehört eben das Gefühl oder die Illusion, Mama hat mich immer lieb, das ist ein elementares Bedürfnis. Unter der Voraussetzung, das war das Kleingedruckte, was wir sozusagen geglaubt haben zu unterschreiben, bevor wir hier auf die Erde gekommen sind. Und je später das böse Erwachen kommt, dass wir merken, oh, Mama ist auch nur ein Mensch und oh, eigentlich kann ich von Glück sagen, dass ich meine Kindheit überlebt habe, umso besser ist es. Denn darauf sind wir eigentlich nicht geeicht. Ne? So, Testperson sagt, Schule ist mehr Freiheit, als ständig mit der Familie rumzuhängen. Verstehe ich jetzt in dem Kontext nicht. Johanna, mein Sohn ist alle 14 Tage für 2 Tage beim anderen Elternteil. Wenn er zu mir zurückkommt, hat er extreme Wutausbrüche mit Beißen, Gewalt, möchte alles bestimmen, viele Ängste, schlaflose Nächte und so weiter. Traurig, zeugt von großer Frustration, die er da erleidet, warum auch immer. Und je nachdem, wie alt er ist, kann es auch sein, dass die Trennung von dir für 2 Tage schon zu viel ist, wenn er jetzt noch sehr klein ist, ne?
Solange es so ist, dass du das Gefühl hast, du kannst das aufweichen und auffangen und nicht persönlich nehmen und am nächsten Tag ist es schon besser und nach 2 Tagen ist er sozusagen wieder entspannt und dann geht es nach 14 Tagen wieder los, kann man versuchen, das immer aufzufangen und davon ausgehen und hoffen, dass das Kind, je älter es wird, umso besser mit der Situation beim anderen Elternteil oder mit dieser Wechselsituation umgehen lernt. Wenn in dem Moment, wo du das Gefühl hast, er ist insgesamt angespannt und nicht nur dann und kommt schnell überschaubar wieder runter, sodass er sozusagen 12 Tage oder 10 Tage, 11 Tage hat, wo er ganz entspannt ist und dann kommt ein bisschen Stress und dann kann er aber wieder runter auf null, dann ist es okay. Und erst wenn man das Gefühl hätte, oh, da baut sich eine Spannung auf, die chronisch wird und er kommt nicht wieder runter, dann müsste man eben wirklich gucken. Also man kann natürlich auch so gucken, was man ändern kann, aber oft kann man eben nichts ändern, gerade in diesen Trennungssituationen. Und dann müsste man aber eben, ja, dann würde ich das eben auch ansprechen und dann kann man sich auch Rat holen und gucken, was muss da geändert werden, ne? So. Bridget, meistens wollen Bridget, also von Verena für Bridget, meistens wollen Kinder gerade dann in deinem Bett, wenn du am Tage genervt warst. Oder es gibt auch andere Gründe. Genau, die wollen gerade dann ins Bett, wenn sie merken, und das ist so diese innere Emigration, die wir dann haben, ja. Eigentlich haben wir im Moment keine Lust auf unsere Kinder. Und das merken die Kinder, die sind ja nicht blöd, ja. Die merken ja jedes Kräuseln unserer Aura, solange sie nicht schon gepanzert sind, weil sie das, was sie da in unserer Aura lesen, nicht aushalten können. Und je mehr wir versuchen, sie uns vom Leib zu halten, das ist dann wie mit meiner Katze, ja. Je genervter ich von der bin, umso unbefriedigter ist sie und umso mehr kommt sie, um endlich diese liebevolle Zuwendung zu kriegen. Denn die liebevolle Zuwendung ist eigentlich ja ein Energiestrom, der von mir zu ihr fließt und von uns zu unseren Kindern fließt. Und solange sie den nicht kriegen, kämpfen sie und quengeln und machen und tun. Und dann können wir im Äußeren alles Mögliche machen und 20 Geschichten vorlesen. Aber solange wir die so vorlesen innerlich, ist das Kind nicht satt, sondern will die 21. Was es eigentlich will, ist: Mama, öffne doch jetzt mal für ein paar Sekunden dein Herz und gib mir das Gefühl, dass du mich lieb hast. Haben wir ja, aber jetzt nicht gerade jetzt, ja. Das ist einfach so. Wir verschließen oft aus unserem eigenen Stress heraus unser Herz. Und das ist diese Energie, die das Kind eigentlich braucht. Und wenn sie das kriegen, dann geht es alles glatter und schneller. Aber wir wollen dann nicht. Und wir wollen es deswegen nicht, weil wir dann mit unseren eigenen Gefühlen in Kontakt kommen. Und wenn ich meine Liebe für mein Kind spüre, dann spüre ich nämlich auch meine Trauer, wenn die im blöden Telefongespräch, was ich heute Nachmittag mit dem und dem hatte, und meine Sorgen, weil das Geld nicht reicht, und meinen Frust, weil dies, das und jenes ist. Und das will ich nicht. Also halte ich mein Herz verschlossen und dann kann ich dem Kind nicht diesen Strom geben. Ja, und das Kind kämpft einfach um diesen Strom, denn das ist sein Lebenselixier, ne? So, dann, Moment, jetzt muss ich mal erstmal ganz viel vorlesen. Oh Gott. Unsere Hühnerglucke hat nach einer längeren Trennung von ihren Küken ihre Kinderlein doch unter die Flügel genommen, als sie fast groß, so groß waren wie sie selbst, weil das halt nicht passieren konnte, weil sie getrennt war, ne? Und das konnte nicht normal ablaufen. So. Dann, Johanna, das kenne ich auch, wenn meine Kinder bei ihren Großeltern waren. Danach brauchen sie meist 1 bis 2 Tage, bis sie wieder integriert sind bei uns. Ganz genau. Meine Kinder gehen erst mit 5 in den Kindergarten. Ich habe gelernt aus den Erfahrungen mit dem ersten Kind. Genau, ich habe, als meine Kinder klein waren, in einer Ökosiedlung gelebt mit unzähligen Kindern. Und da war immer der Spruch: Mit 5 kommen die Kinder in den Kindergarten, damit sie lernen, mit fremden Leuten auch zu reden. Ja, weil das taten die nicht. Die redeten nur mit Leuten, die sie kannten, was unser natürliches, instinktives Sippenverhalten ist, ne? Nur in unserer anonymen Großstadtgesellschaft geht das eben dann nicht. Und spätestens in der Schule wird halt erwartet, dass ein Kind sich von wildfremden Erwachsenen rumkommandieren lässt. Also eigentlich komisch, aber und darauf ist der Kindergarten mit 5 dann so. Dann, ich glaube, ein großes Problem ist, dass die meisten selber noch Kinder sind. Wir werden durch das System doch auf dem Level eines pubertierenden Jugendlichen gehalten. Das stimmt einerseits, andererseits
haben, ist dieser Instinkt, weil dass wir uns für unsere Kinder sorgen, ist zentral. Sonst wäre die Menschheit schon vor ewigen Zeiten ausgestorben. Und deswegen ist dieser fürsorgliche Instinkt, auch wenn wir unreif sind, auch wenn wir selber ganz schreckliche Kindheit hatten, auch wenn wir traumatisiert sind, auch wenn wir alles Mögliche haben, trotzdem können wir für unsere Kinder sorgen. Viel besser, als für uns gesorgt worden ist, wenn wir sozusagen in diesen inneren, in dieses innere Alpha kommen, in diese Herzöffnung. Denn das ist der Instinkt. Die Natur wusste, dass da alles Mögliche schief gehen kann. Und bei Tieren zeigt sich das, die Tiere müssen schon sehr traumatisiert sein, damit sie dann nicht mehr für ihre Kinder sorgen können. Das fasziniert ja auch. Nach Jahrtausenden hat sich die Natur einen evolutionären Humor behalten. Das in jedem Sinne. So, Weltfrieden. Lass andere denken, was sie wollen. Thema Glucken. Leider bilden sich Fremde immer eine falsche Meinung. Ja, und das ist unsere Schulung. Gerade wenn man Kinder hat, ist das so wichtig. Gerade heute, das war für mich auch so wichtig, dass es egal ist, was diese Frau an der Supermarktkasse jetzt über mich denkt und was und dass mir diese Bemerkung, die sie gemacht hat, den Buckel runterrutscht. Ne? Das ist wirklich schwer für uns, weil wir ja auch lernen, immer die Meinung anderer wichtig sein zu lassen. Leider dauert es bei mir oft über eine Woche, bis er wieder bei mir angekommen ist. Ja, da muss man dann vielleicht wirklich mal hingucken, genauer. Aber das übersteigt jetzt hier unsere zeitlichen Möglichkeiten. So, Ella Kara, ja, es tat unserer Bindung einfach nicht gut rückblickend. Aber heute habe ich da viel heilen können und werde natürlich jetzt den Fehler für mich nicht wiederholen. Genau, also es ist einfach eine Trennung. Und Kinder sind eigentlich darauf angelegt, in den ersten 6, 7 Lebensjahren die Bindung zu ihren Hauptbezugspersonen immer weiter zu vertiefen, zu vertiefen, zu vertiefen, bis zu einer ganz tiefen Stufe, so wie Wurzeln, die man reinsenkt in den Mutterboden, in die Muttererde und Vatererde auch, bis Grundwasser erreicht ist. Und das ist erreicht, wenn das Kind mit 6 Jahren anfängt, uns sein Herz auszuschütten und kein Geheimnis für sich behalten kann, kein trennendes, ne? Sondern alles uns erzählen muss und uns sich mitteilen will, dann ist es reif dafür, im Grunde auch in die Welt zu gehen. Und dann kamen sie dann früher ja auch in die Schule, weil es nämlich dann, egal was ihm draußen in der Welt passiert, innerlich denken kann, oh, wenn ich das Mama erzähle, ja, und dann hebt man das so innerlich für sich auf und dann rennt man nach der Schule nach Hause und so wie man dann endlich bei Mama ist oder Papa, dann fließen die Tränen und Mama und stell dir vor, so. Und diese Trennung vorher können auch funktionieren, wenn die Umstände günstig sind, aber sie können eben auch eine Überforderung sein. So, Bridget, es gibt eine Zeit nach den Kindern und vor allem nach den Kindern, wenn sie klein sind. Wir erklären unserem Sohn, dass er bei schlechtem Schlaf immer zu uns ins Bett kann, aber wenn es jede Nacht der Fall ist, dann kann es schon vorkommen, dass wir sagen, jetzt nicht heute. Okay, das kann er dann wahrscheinlich auch akzeptieren. Und wenn es dann immer jede Nacht der Fall ist, würde ich als Mutter genau hingucken, Mann, was ist da los? Was hat er für einen Stress? Ne? Ist er einfach nur gestresst, weil er ein Fahrradfahren lernt und merkt, wie groß er jetzt wird? Oder hat er Stress in der Schule? Oder ist Papa zu lange auf Montage gewesen? Dass man versucht zu verstehen, was ist da eigentlich los? Heute brauchen Mama und Papa mal wieder Platz, ganz genau. Das Video wird hinterher noch online sein. Ich stelle die alle online. Dies wird natürlich ein trauriges, nur mit Ton, aber ist egal. Ich verstehe, Dagmar, aber es ist oft eine Sache der Reife bzw. auch des Alters der Mutter. Wenn man junge Mutter ist, sind die Tipps schwieriger, als wenn man schon reifer ist. Einerseits gebe ich dir vollkommen recht, Verena. Andererseits gibt es eine Studie, das weiß ich jetzt von Gordon Neufeld, ich müsste die jetzt suchen, wo man Teenager-Mütter in 2 Gruppen aufgeteilt hat. Den einen hat man einen Kurs in Babypflege gegönnt und die anderen hat man einfach in ihrer Kompetenz bestärkt, indem man gesagt hat, ach, toll, wie du das machst mit deinem Kind und hast du gesehen, wie das dich anschaut der sieht dir so ähnlich. Also man hat sozusagen alles getan, um die Bindung zwischen den beiden zu fördern und der Mutter das Gefühl zu geben, sie macht es großartig. Und dann hat man geguckt, und die Mütter, die in ihrer Intuition gestärkt worden waren, die hatten zwar keinen Babywickelkurs, aber die waren viel besser in Kontakt mit ihrem Kind und mit den Bedürfnissen ihres Kindes, weil sie in ihrem Selbstbewusstsein als Mutter bestärkt worden waren,
als die Teenager, und die sind ja nun da wirklich sehr jung, die zwar fachlich unterwiesen worden waren, aber eher vor dem Hintergrund, naja, ihr seid ja wirklich noch sehr jung und jetzt wollen wir mal sehen, damit ihr das auch wenigstens ein bisschen richtig machen könnt hier, ne? Und das fand ich total spannend. So. Und natürlich hast du recht, wenn man, je älter man ist, ich war eine guckalte Mutter und ich war so selig, endlich Nächte durchwachen zu dürfen für meine Kinder, weil ich vorher ganz viele Fehlgeburten hatte. Ich war die Freude pur, wenn ich dann nachts geweckt wurde, weil ich einfach mir das so gewünscht hatte, so viele Jahre. Und das ist natürlich eine andere Ausgangssituation, als wenn man eigentlich noch gar keine Kinder wollte oder irgendwie nicht so viele, so schnell hintereinander oder so, dann hat man es schwerer zu diesem inneren Punkt von, ja, du bist mein Kind und die Zeit ist kurz und jetzt gebe ich dir das, was du brauchst und dann kannst du deiner Wege gehen, zu diesem Punkt zu finden. Das ist dann sicherlich schwieriger. So. Mein Sohn ist nun 6 Jahre alt und ich springe, seit er auf der Welt ist, jede Nacht 2 bis 5 Mal zwischen seinem und meinem Bett hin und her. Da hätte ich eine Idee für eine einfachere Lösung, aber gut, das scheint bei euch offensichtlich nicht möglich zu sein. Warum zieht ihr nicht zusammen? So, im Grunde geht es bei Kindererziehung um die Erziehung der Eltern. Habe selbst auch sehr viel lernen müssen, obwohl ich mich damals eigentlich ganz gut fand. Aber vom heutigen Standpunkt, das ist egal. Man kann ja immer nur, wir alle können immer nur das tun, was wir in dem Moment gerade tun können. Ne? Genau, Lola hat die gleiche Idee wie ich. Er war bis vor einem halben Jahr immer bei mir im Bett, aber da kann ich noch schlechter schlafen. Ja, und dann ist es so. Und dann springt man lieber hin und her. Und was ich zu dem Thema auch noch sagen möchte, ich glaube, dieses Ganze mit dem Durchschlafen und wir brauchen unbedingt 7 Stunden am Stück, sonst sterben wir, das ist total überbewertet. Denn wir haben ja eigentlich von der Natur aus, unser biologischer Schlafrhythmus sieht so aus, dass wir nach 90 Minuten ungefähr, und diese verschiedenen Schlafphasen haben wir ja alle in der Schule gelernt, kurz aufwachen, also an die Oberfläche kommen, sensorisch, wenn dann alles im grünen Bereich ist, dann merken wir das gar nicht, dann tauchen wir sofort wieder ab in die nächste Phase. Aber wenn wir dann merken, das Feuer ist ausgegangen, mein Kind ist weg, da schleicht ein Säbelzahntiger rum oder was da in der Steinzeit sonst noch alles passieren konnte, dann ist 1,5 Stunden offenbar das, was wir wunderbar ohne Schaden können. Wir alle 1,5 Stunden wach sein, um wieder Zweige aufs Feuer zu legen oder dies und das zu machen. Und ich habe bei mir gemerkt, seit ich mir das überlegt habe und nicht mehr so das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich war letzte Nacht 5-mal wach, mir muss es ja heute schlecht gehen, ging es mir nicht mehr so schlecht. Natürlich kriegen wir vielleicht oft nicht genügend Schlaf, aber dieses alle 1,5 Stunden kommen wir mal kurz hoch und stillen vielleicht oder gehen aufs Klo oder so und dann pennen wir weiter. Das ist eigentlich sozusagen das, was von der Natur sowieso vorgesehen ist. Insofern müssen wir uns da auch nicht, das ist irgendwie so ein unglaublicher Hype irgendwie mit diesem Durchschlafen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir das lockerer sehen würden und wirklich sagen würden, ich bin jetzt gerade in der Urwaldphase, na gucken, ja, Feuer, Gott sei Dank habe ich Zentralheizung, aber das Kind weint, okay, ne? So, dann, Johanna, bei Dagmar bist du in guten Händen, aber nicht in meinem Bett. So, da bin ich sehr froh, warte mal, ich bin oft total verzweifelt. Ja, und das ist auch oft die Erschöpfung und es ist vor allem, das sage ich jetzt, obwohl ich jetzt zum ersten Mal überziehe, es ist einfach so, wir sind so, dadurch, dass die Gesellschaft um uns herum und die Bücher, die wir lesen, die meisten jedenfalls, außer meinem natürlich und noch ein paar anderen, was anderes vermitteln, als wir eigentlich als Säugetierintuition in uns tragen, sind wir die ganze Zeit hin und her gerissen. Das heißt, entweder wir verhalten uns so, wie es unsere Intuition uns vorgibt, haben aber die ganze Zeit das Gefühl, oh oh, ich bin bestimmt eine Glucke und das ist bestimmt ganz, ganz, ganz schlecht, was ich hier mache. Und meine Schwiegermutter findet das auch und die Erzieherin. Oder wir folgen unserer
Intuition nicht, sondern dem, was wir gelernt haben und dem, was alle sagen, und fühlen uns aber auch nicht wohl, weil unser Herz die ganze Zeit denkt, nein, das irgendwie, das ist doch, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, es ist gar nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Warum muss ich ständig mein Kind anschreien und warum muss ich ständig mein Kind bestrafen und warum wird mein Kind so eklig zu mir? Und dann sind wir irgendwie ich glaube, ich kann nicht mehr alleine schlafen. Das gibt's auch. Und ich, ja, ich habe es ja schon in meinen Kursen ganz oft erzählt, als mein älterer Sohn 7 war, er dann eines Tages die schicksalsschwere Frage stellte, wie lange dürfen wir eigentlich noch in eurem Bett schlafen? Und dann hat sein Vater, also mein Ex-Mann, hat dann in dem Bemühen, wirklich sehr großzügig zu sein, gesagt, naja, also, ich denke mal, spätestens wenn ihr 12 seid, dann wird das so ein natürliches Ende finden. Ne? Und dann war es eine Weile still und dann sagte Moritz, oh Gott, das sind ja nur noch 5 Jahre. Da kann ich heute noch drüber lachen. Und wir haben auch drüber gelacht. Und also er schläft jetzt nicht mehr in meinem Bett, schon ganz, ganz lange nicht mehr. Es ist so, so. Genau, schlimm finde ich, dass wir Menschen die einzige Spezies auf der Erde sind, ihre Kinder aufwecken. Hä? Ich kenne keine Mutter, die bei Verstand ist, die ihr Kind aufweckt. Ja gut, außer zur Schule natürlich. Klar. Meine 3-Jährige zwar nicht, aber mein 1,5-Jährige wird auch noch gestillt. Das Einfachste und Schönste, was es gibt. Es tut so gut. Sag mal, am liebsten wäre mir viel länger überziehen. Stillen ist super. Ich schlafe auch nie alleine, habe einen Hund und 2 Kater. Ja, das ist. Das kenne ich auch, das Modell. Das Modell Katze. So. Also jetzt ist aber Schluss mit der Überzieherei, denn, bitteschön, ihr könnt ja alle und im Moment auch noch kostenlos, weil man kann immer einen Monat kostenlos in meine Wachstumsgruppe kommen. Die ist ja extra für Eltern. Mein Angebot, nachdem ich jetzt nicht mehr das Neufeld-Institut leite und da diese Kurse nicht mehr gebe, habe ich mir eben überlegt, wie kann ich meine immense Erfahrung am besten weitergeben. Ich habe dann gemerkt, das, was mir am allermeisten liegt, ist Menschen, die mit Kindern leben, privat oder beruflich, also Eltern, Erzieher, Großeltern, wen auch immer, einfach zu begleiten und zwar langfristig. Es gibt ganz viele Familien, die kenne ich jetzt schon so viele Jahre und deswegen biete ich jetzt nicht so einzelne kompakte Seminare an. Vielleicht mache ich das dann irgendwann nochmal zusätzlich, sondern ich biete an ein geschütztes Forum, und jeden Monat ein 3-stündiges Webinar, also Online-Seminar zu einem bestimmten Thema. Und dafür zahlt man einen Monatsbeitrag und kann dafür immer im Forum und wenn die Hütte total brennt, natürlich auch dann mal per E-Mail und so, kann man, aber hauptsächlich natürlich im Forum, kann man sozusagen sich Rat holen, kann den Austausch der anderen hören. Ihr merkt ja schon hier, wie schön das ist im Chat von anderen zu lesen. Ach, geht mir auch so und ach, so und so. Die und die Erfahrung habe ich gemacht. Und das eben, hier ist es ja öffentlich und das ist eben wichtig, gerade in diesem Belang, wenn wir dann wirklich unsere Probleme auspacken. Ich finde es einfach gut, dass man dann einen Rahmen hat, wo man weiß, das ist jetzt hier eine Gruppe, das sind immer im Prinzip dieselben Leute und ich möchte dann auch mindestens einmal im Jahr und perspektivisch auch noch vielleicht sogar etwas länger als ein Wochenende eine gemeinsame Zeit vor Ort anbieten. Also, dass alle, die in dieser Wachstumsgruppe sind, dann ein Wochenende in einer Jugendherberge sich wirklich treffen und austauschen, nachdem man dann schon so viel voneinander gelesen und sich ausgetauscht und gemeinsam gelernt hat. Das habe ich nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass das ganz, ganz wichtig ist. Denn wir müssen uns vernetzen, weil wir ansonsten mit unserem Wunsch, die Kinder entwicklungsfördernd zu begleiten, oft wirklich sehr allein dastehen und von allen möglichen Seiten Gegenwind kriegen. Also finde ich es super, wenn wir uns vernetzen. Deswegen, genau, Modell Katze. Also das ist eben hier, wenn ihr darauf Lust habt. Wie gesagt, man kann es immer einen Monat ausprobieren und man kann auch danach jeden Monat wieder kündigen. Also ich will da nicht irgendwie so in so eine Schlaufe rein, aus der er nicht wieder rauskommt. Und man kann immer monatlich wieder aufhören. Dann guckt euch das an und kommt dazu. Ich würde mich sehr freuen. Und da kann man dann eben auch noch ganz anders in die Tiefe gehen.
So, ihr Lieben, jetzt habt ihr mich zwar nicht gesehen, aber gehört und ich bin natürlich zutiefst frustriert. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt aufs Trampolin gehe oder einfach nur laut Kuchen schreie gleich oder einfach Stickum hier jetzt noch ein bisschen rumprobiere. Also wenn ihr gleich dann nochmal seht, Dagmar ist online, dann vergesst es. Ich rede nicht mehr über Erziehung. Ich will nur mein Video aktiviert kriegen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Das nächste Mal wird es um Angst gehen, um ängstliche Kinder, um Kinder, die Zwangsvorstellungen haben, die immer wieder Albträume haben, die klammern wie verrückt, die Ticks haben und so, ne? Genau, wenn du zum Webinar keine Zeit hast, das wird aufgezeichnet und man kann es dann anhören und ansehen. Und man kann natürlich dann auch auf dem Forum alles, was einem dann noch im Nachhinein dazu einfällt, loswerden. Also wie gesagt, in einem Monat hier wieder kostenlos und draußen. Ich hoffe mit Bild zum Thema Ängste. Und guckt euch das an mit der Wachstumsgruppe oder wenn ihr professionell mit Kindern zu tun habt, könnt ihr auch den Arbeitskreis erwägen. Und ihr könnt auch in beide Gruppen gehen, da gibt es dann auch noch einen Sonderrabatt. Ja, genug der Werbung. Wie sagen das die jungen Leute immer, wenn sie irgendwas auf YouTube beenden? Liked mich, teilt mich, abonniert mich, was weiß ich nicht. Das sage ich jetzt alles nicht, sondern verabschiede mich und hoffe, viele von euch bald zu sehen oder zumindest chatmäßig wahrzunehmen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Und jetzt muss ich dieses Ding nur noch irgendwie auskriegen.